Heute Abend hier sind, dass Sie das wunderbare Wetter mitgebracht haben, indem Sie alle Regenschirme zu Hause gelassen haben. Wir, das heißt das Team des Museums, wir heißt das ganze Organisationsteam der 750-Jahr-Feier, aus dessen Teil wir ja hier noch uns befinden. Und wir heißt natürlich auch die Freunde des Museums, die diesen Abend für uns alle möglich gemacht haben. Wir haben einige Leckerbissen für Sie bereitgestellt. Stockbrot für die Großen und Kleinen. Dahinter ist ein beliebter Ort, weil der ist am wärmsten im Augenblick. Für die Kinder gibt es allerlei Kreatives, das die hier tun und lassen können. Und hinter mir ein ganz besonderer Leckerbissen, nämlich die zweite Kocher Weinedition, die wir Christoph Raffelt und Michael Pfannhöfel verdanken. Und dazu darf ich das Mikrofon gleich weitergeben. Nachdem wir im letzten Jahr einen Weißwein hatten, haben wir dieses Jahr einen Rotwein aufgelegt. Wir bringen ja immer einen Künstler, der mit dem Museum verbunden ist, zusammen mit einem Winzer, der mit uns verbunden ist, und bringen eine kleine Edition von 600 Flaschen raus. Und das ist in diesem Fall ein Pinot Meunier. In Frankreich ist es eine sehr bekannte Rebe. Das ist nämlich eine typische Rebsorte, die in der Champagne verwendet wird und dort weiß gekeltert wird. In dem Fall ist es ein Rotwein. Und zum Winzer sagst du noch was? Ja, Hänschen, der den Wein für uns gemacht hat, ist ein Schwab. Ein waschechtes Schwab. Kommt aus Württemberg, aus Heilbronn. Und wir haben diesen Wein extra von Hans Hengerer produzieren lassen in einer Auflage von 600 Flaschen. Und Hans Hengerer zählt in der deutschen Weinszene zu den absolut guten Shootingstars, gerade was den Rotwein angeht.
Wir sind stolz drauf, dass wir trotz der ganz, ganz knappen Mengen, die einfach von diesem Wein existent sind, bei diesem Wein in diesem Jahr auch anbieten können. Wie gesagt, es ist eine Seltenheit, eine Rarität. Das, was er zurzeit in die Flasche bringt, erntet im Moment auch internationale und nationale Meriten. Erst vor kurzem vom englischen Weinjournalisten Stuart Pickett in den absoluten deutschen Rotweinhimmel gehoben worden. Es ist schade, dass er heute Abend nicht hier sein kann. So für Sie alle steht der Wein hier zur Verfügung. Tja, vielleicht ganz kurz. Wir haben natürlich ganz viel Prominenz, aber wir haben natürlich auch den ersten Mann der Stadt hier, nämlich den Bürgermeister Karl-Heinz Otto. Karl-Heinz, herzlich willkommen hier. Ich würde dich mal bitten, mal ganz kurz herzukommen, denn es gibt nicht nur den Wein, es gibt auch eine Tüte zu dem Wein. Und ich möchte dir den ersten Wein überreichen. Der wird natürlich schon getrunken. Lieber Karl-Heinz, genießen mit deiner Frau, ich weiß. Die Tüten gehören zu einer Ausstattung, die ebenfalls käuflich zu erwerben sind zum Wein. Und ansonsten wünschen wir euch allen einen wunderschönen Abend. Ja, dann wären wir zum guten Schluss wieder mal bei der Kunst. Dafür sind wir ja alle hier. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei ganz gut, ganz liebe und lange Freunde des Museums begrüßen können. Es ist Dong-Yong Kim, der aus Südkorea zu uns gekommen ist und bereits hier eine Einzelausstellung bekommen hat. Und noch ein bisschen weiter ist René Francisco hier aus Kuba. René, nice to welcome you again. Good evening, Kim, Dong-Yong, sorry. Und das... Das Museum Koch doch immer wieder in der Lage ist, Künstler, die auch hier schon ausgestellt haben, immer wieder nach Koch zurückzuholen und hier zu einer großen Familie sich zusammenzufinden. Und Gele Schaffer ist auch hier, der kommt aber aus Duisburg und deshalb hätte ich ihn fast vergessen, er ist ja fast jedes Mal bei uns. Also herzlich willkommen, Gele auch. Das Etikett auf der Weinflasche, das eben vorgestellt worden ist, ist ebenfalls von einem altbekannten Kocher, kann man jetzt nicht sagen, von Pietz gemalt. Und wenn die Flasche also leer ist, sollten Sie nicht wegwerfen, sondern das Etikett samt Flasche gut verwahren. In ein paar hundert Jahren ist eine Rarität und ein Sammlerstück. Ihnen allen, uns allen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie hier. Und wenn es ein bisschen pushen sollte, kommt ein bisschen enger unter das Zelt, dann wird es auch ein bisschen wärmer. Vielen Dank und einen schönen Abend.